Gregorio Esteban Sánchez Fernández wurde 1932 in der Calle Calzada de la Trinidad in Málaga in einer Arbeiterfamilie geboren. Er war der zweite von drei Brüdern und entwickelte schon in jungen Jahren eine besondere Begabung für den Flamenco-Gesang. Seit er 8 Jahre auf der Bühne stand, schien es, als würde sein Berufsleben komplett durch Malaguenas, Bulerias und Tangelos verlaufen, zwischen Klatschen und Gitarrenklimpern. Der Cante John Doe führte ihn nach Japan, ein Land, das sich immer für die westliche Kultur interessierte und sich dem auf diese zerrissene oder fröhliche, immer exzessive Weise vermittelten Gefühl der Liebe, des Lebens und der Bedeutung einfacher Menschen hingab. Aber Gott wollte, dass im letzten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts ein Fernsehproduzent die Weisheit besaß, es der breiten spanischen Öffentlichkeit bekannt zu machen, die sonst nie in der Lage gewesen wäre, den großgeschriebenen Humor zu genießen, den Chiquito praktizierte. Ein paar Auftritte im florierenden Privatfernsehen und Chiquitos Humor prägte sich das Herz halb Spaniens ein. Die Erinnerung an nur einen ihrer Ausdrücke reichte aus, um bei jedem Treffen mit Freunden Gelächter zu verbreiten und das No Puedor, El Fistro Duodenal oder Ese Caballo Carvino de Bonanza wurde so populär, dass es niemanden gab in unserem Spanien, die den Witz nicht verstanden. Das Chiquito-Phänomen muss seinerzeit kontextualisiert werden, indem der großen Komiker mit eigenem Stil, bevor das Monologformat jede originelle Art des Geschichtenerzählens verschlingt. Aber wenn selbst der abscheulichste Fernsehnachrichtenleser mit dem Monolog eines guten Drehbuchautors erfolgreich sein kann, kann niemand das Talent des Autors erreichen, der seine Figur in einer Comic-Tonart erschafft. Und dank dieses Talents, das jahrzehntelang auf Bühnen auf der ganzen Welt gearbeitet hat, kristallisierte sich Chiquitos Hintergrund auf der großen Leinwand mit unvergesslichen Titeln wie dem bewegenden Papa Piquillo heraus, einem Registerwechsel, der zeigt, dass, wenn man gut darin ist, Leute zum Lachen zu bringen, es ist für praktisch alles gut. Gregorio hat uns am 11. November 2017 verlassen. Chiquito bleibt in dieser Statue in Bronze und in liebevoller Erinnerung an ganz Spanien,